Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGaming hier für das Video und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Squad Beta von mir. Und im Hintergrund seht ihr wie immer schon das komplette Team, die 11 Spieler, die zu diesem Team gehören. Und ich muss sagen, das seht ihr auch gleich an der Statistik, das Team geht einfach nur mega ab. Eines meiner besten Teams, was ich bisher gespielt habe. Zwei Informs sind da auch dabei. Und im Tor fangen wir gleich mal an, haben wir wie so oft Salvatore Sigu, 1,92 groß, sehr gute Werte. Und das ist einfach einer meiner Lieblingstorhüter, gehört zu den drei, Sirigu, Courtois und Neuer. Die drei sind meine Lieblingstorhüter in FIFA 15, aber jeder hat seine eigene Meinung dazu. Sirigu, ein sehr guter Keeper und kostet auch nicht wirklich viel. Rechter Innenverteidiger ist in Form. David Luiz hat 81.000 Münzen auf den PlayStation-Markt gekostet. Hochmitte, aber ist zwar nicht so gut, aber trotzdem ist das einfach nur ein kranker Innenverteidiger. Schaut euch einfach diese Werte an. Den kann man auch ruhig als ZDM oder als ZM spielen. Einfach nur mega geile Werte, 1,89 groß, und der ist einfach nur mega gut, hat auch schon 3 Tore bei mir gemacht, weil er glaube ich schon 2 oder 3 Elfmeter verwandelt hat. Linker Innenverteidiger ist Jerome Boateng, zu ihm braucht man auch nicht viel sagen. Hohes Tempo, mega gute Defensivwerte, 1,92 groß, einfach ein richtiges Biest da hinten. Er hat ja auch schon 2 Informs glaube ich und sogar ein Man of the Match oder 2 Informs, ein Man of the Match, ich bin mir nicht ganz so sicher. Und der Inform mit einem 88er Rated hat einfach nur mega kranke Werte, richtig krank. Dieser Innenverteidiger Jerome Boateng, Linksverteidiger, ist ebenfalls von Bayern München. David Alaba, einer meiner Lieblingsspieler, auch in echt. Der Typ ist einfach nur mega nice. Ist jetzt im Moment leider verletzt, aber der kommt schon wieder zurück. Auch sehr gute Werte. Hoffentlich kommt er nächstes Jahr als ZDM oder als ZM, also bei FIFA 16 raus. Und dafür dann auch bessere Werte. Der hat eigentlich viel bessere Werte verdient, weil der einfach ein richtig guter Mittelfeldspieler ist und natürlich auch ein guter Linksverteidiger. Der Rechtsverteidiger ist Inform Serge Aurier. Ich weiß nicht, ob man den genauso ausspricht. 27.500 Münzen hat er mir gekostet. Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain. 85 Tempo reicht völlig aus und seine Defensivwerte sind richtig stark. 85 Defense und 86 Physis. Also ein richtig guter Rechtsverteidiger. Zur Verteidigung muss man sagen, einfach nur von den Noten her würde ich sagen, von den Schulnoten würde ich die Verteidigung eine 1 geben von dieser Gesamtrating oder wie man es auch mal nennen will. 1 bis 10 würde ich die Verteidigung 9,5 geben. Es geht natürlich immer besser mit Team of the Year-Karten und Infam-Karten, aber die Verteidigung gefällt mir schon sehr, sehr gut. Im Mittelfeld haben wir 2 Defensive mit Schweinsteiger und Matuidi und einen Spielmacher und Offensiver. Mittelfeldspieler, nämlich Mario Götze, der Upgrade davon hat, nämlich 2 Weltsum, genauso wie Jerome Boateng. Linker ZM ist Bastian Schweinsteiger, soll halt hinten abräumen, hoch Arbeitsraten, sehr gute Defensivwerte, hat auch noch 85 Passen, 92 Dribbling, 81 Schuss. Sein Tempo geht eigentlich völlig in Ordnung, finde ich. Also im Mittelfeld muss man meiner Meinung nach wirklich kein Tempo benutzen, da ist mir Passen und Dribbling einfach viel wichtiger und bei natürlich ZDMs und ZM natürlich die Defensivwerte und die Größe. Rechter ZM ist Matuidi, den habe ich auch schon sehr oft benutzt. Auch sehr gute Werte, sehr, sehr gute Defensivwerte. 1,75 ist zwar nicht der Größte, aber das geht völlig in Ordnung. Als ZM spielen wir, wie gesagt, Mario Götze, 4 Stände Skills, 4 Stände schwacher Fuß, 8 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen. 12 Score-Punkte insgesamt, also ich muss wirklich zugeben, ich habe von ihm echt weniger erwartet. Er spielt bei mir einfach nur mega gut, hat ein höheres Tempo als 80 Tempo, also wenn ich mit ihm spiele, dann denke ich immer, er hat irgendwie 85 bis 90 Tempo. Meiner Meinung nach, wenn ich mit ihm spiele, hat auch noch 90 Dribbling, also ein richtig guter ZOM, 83 passen, also den muss ich euch empfehlen, den würde ich an eurer Stelle mal ausprobieren, kostet auch nicht wirklich viel und dafür ist er wirklich sehr stark. Mittelfeld, Defensivstamm mit 2, mit Matuidi und Schweinsteiger und halt wie gesagt ein Spielmacher mit Mario Götze. Linker Flügel ist von Borussia Dortmund, Marco Reus. Ich muss dazu sagen, der ist bei mir ein bisschen untergegangen, keine Ahnung warum, hat auch nur in 8 Spielen 2 Tore und eine Vorlage.
Ja, das ist jetzt nicht wirklich so gut, muss man wirklich zugeben. Er gefällt mir aber trotzdem wirklich gut. Er hat zwar nicht die Statistiken, die jetzt zum Beispiel Götze hat oder zum Beispiel Stoic, das seht ihr gleich noch, richtig starke Statistik von ihm. Aber trotzdem gefällt mir Reus sehr gut. Der kommt wahrscheinlich noch zur Erscheinung bei mir. Hochmittel, aber dann geht völlig in Ordnung und seine Werte sprechen völlig für sich. Rechter Flügel, Raheem, keine Ahnung, wie man den Vornamen aussprechen will. Sterling, der ist ja auch heiß begehrt im Moment, also in Real Life von Bayern, von Real Madrid, von, keine Ahnung, von Chelsea und so weiter. 4 Stunden Skills, 2 Tore, 5 Vorlagen, 93 Tempo, 84 Dribbling. Sehr, sehr guter rechter Flügel, hat mich völlig überrascht. Und sein Schuss ist eigentlich auch mehr als 69, wenn man ehrlich ist. Und als Stürmer spiele ich Stoic. Und ich muss zu Ihnen sagen, einer meiner Lieblingsstürmer in FIFA 15. Guckt euch diese Statistik an. 8 Spiele, 15 Tore, 7 Vorlagen. Einfach nur unnormal krank. 4 Sterne Skills, 89 Tempo, 82 Schuss, 81 Dribbling. Den Typ gefällt mir eigentlich richtig gut. Bombenstürmer, also den müsst ihr eigentlich mal ausprobieren. Habt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr ein Barclays Premier League Team habt oder halt auch so ein Hybrid wie ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, waren mal wieder ein paar Versprecher bei, ich weiß selber, aber ja, ich wollte das Video halt auch nicht, ist auch schon früh, ich bin auch erst gerade aufgestanden, wollte ich das Video noch aufnehmen für heute. Und ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat und natürlich auch das Team, wie viel das Team kostet, wie immer im Titel zu sehen, dann lasst gerne eine positive Bewertung, da würde ich mich drüber freuen und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, macht es gut und ciao!